Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Willkommen zu Late Night Gaming. Heute am 17. August. Ist das richtig? Absolut korrekt. 17. August 2022. Wir haben es 7 Minuten nach 10. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Später am Spielkreis. Heute. Okay, danke. Mit welchem Thema denn? Ich kann berichten. Es geht ums Kaufen. Kaufen und nochmal kaufen. Der Transfermarkt, der Fußballtransfermarkt nimmt weiterhin, ich denke mal, kein Blatt vor den Mund. Kann man das so sagen? Eigentlich schon. Der Fußballtransfermarkt nimmt weiterhin kein Blatt vor den Mund. Es wird ganz fleißig gekauft, verkauft, transferiert, hin und her. Und heute trifft es weiterhin Manchester United. Ne? Die sind ja in so einem, ich sage jetzt mal, ganz tollen Kaufrausch eigentlich drin. Manchester United, die kaufen immer für ganz viel teuer Geld viele tolle neue Spieler, wie zum Beispiel auch Ronaldo letztes Jahr. Nur das kleine Problem ist, Manchester United hat zwar die haben viel Geld und kaufen damit auch viele Spieler. Allerdings, diese Spieler untereinander harmonieren jetzt nicht ganz so gut zusammen. Sprich, Manchester United ist aktuell letzter in der Premier League, Platz 20. Desaströse Leistung gegen Brentford, das ist ein mittelklassiger Premier League Club, am Wochenende. Und Ronaldo ist unglücklich. Was macht man jetzt? Große Krise, Erik ten Hag wurde auch geholt aus eigentlich einer richtig gut bestehenden Mannschaft, aus Ajax. Der sollte das Ganze aufbauen, hat das in den ersten Spielen nicht geschafft. Frage ist, wer will überhaupt noch hin zu Manchester United? Wer möchte da noch spielen? Die Mentalität stimmt nicht, das Geld vielleicht schon. Aber, da ist einiges irgendwie nicht so, das war wirklich, da kam eine Frage auf, ich gucke das immer sehr gerne auf Sky, das Transfer-Update, da gibt es so eine Show auf YouTube, Transfer-Update, die Show, und auch da wurde schon gesagt, wer will da hin? Morata will es tatsächlich und noch ein anderer aus der holländischen Liga. Allerdings, es ist einfach eine riesengroße Schweinerei, was United da macht. Ronaldo, entweder bleibt er da oder er geht. Ich habe da noch einen interessanten Artikel hier gefunden. Kauft United jetzt Ronaldo wieder glücklich? Ein Angebot über 135 Millionen. Für wen? Dafür greift Manchester United tief in die Tasche. Genau das will ich sehen. Genau das will ich sehen. Für wen will Manchester United 130 Millionen Euro ausgeben? Es ist der portugiesische Superstar João Félix. Okay. Bambus, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Es ist tatsächlich João Félix. Für diesen Herrn hat Manchester United ein großes Angebot vorbereitet. Ich frage mich, warum? Es wird auch mit João Félix nicht besser laufen. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es wird auch mit Félix nicht besser laufen. Die haben einen Sancho geholt aus Dortmund. Der hat so gut gespielt in der Bundesliga, hat so gut performt. Und dann geht er dahin und sitzt auf der Bank und macht nur noch Bullshit, es klappt nicht. Sancho in seiner eigenen Heimat. Es hat nicht funktioniert. Pogba, der hat so genial gespielt damals bei Juventus Turin. 5 Jahre versemmelt bei United. Es ist so. Es tut mir leid, aber es ist so. So sehr ich Manchester United auch schätze als Verein und auch so toll diese Rückkehr war von Ronaldo, aber es klappt halt irgendwie nicht. Irgendwo ist da was ganz, ganz faul. Rafael Varane, warum holt man den aus Real Madrid? Der ist dreifacher Champions-League-Sieger geworden. Der Typ ist eine Kante in der IV gewesen. Warum spielt der nicht? Das erste Jahr bei Manchester United ist Rafael Varane so dermaßen untergegangen. Und der ist noch nicht alt. Der ist 29. Ich kann das nicht verstehen. Das ist absolut alt. Der ist gemacht für so eine Premier League. Der ist schnell, physisch stark, kopfballstark. Ich weiß nicht, warum dann ein Harry Maguire da spielt. Man United, so sehr ich die eigentlich mag, aber das läuft einfach nicht, gar nicht. Und dann sehe ich wieder irgendwelche Gerüchte um João Félix. Casemiro ist ebenfalls auch im Gespräch bei Man U. Und ich frage mich, die können aber auch noch Messi, Neymar, Mbappé alle dazu kaufen. Ich habe das Gefühl, das wird nichts werden bei den Jungs. Weil irgendwo ist in den oberen Etagen irgendwas ganz faul. Gehaltsgefüge, was weiß ich nicht alles. Es passt einfach nicht zusammen. Punkt. Die brauchen einen richtig dicken Dämpfer. Einen richtig großen. So bitter das klingt, aber es ist leider Gottes. So, okay, wir schauen mal rüber nach München. Zu meinem Club, den ich unheimlich gerne mag. Und zwar hat der FC Bayern jemanden verkauft. Einen Innenverteidiger, einen Franzosen. Nein, das ist nicht Lucas Hernandez, der bleibt natürlich.
Nachdem jetzt De Ligt auch noch verpflichtet wurde. Ja, ich glaube, wir haben genug Innenverteidiger. Ne? Pavard kann das noch spielen. Masraoui ist... Wir haben in der generell in der Verteidigung ist der FC Bayern München super aufgestellt. Tanguy Nianzou verlässt den FC Bayern, wechselt nach Sevilla für 16 Millionen. Ist in Ordnung, kann man noch ein bisschen Geld mitnehmen. Wäre auch tatsächlich wahrscheinlich Talent gewesen für die nächsten Jahre. Aber man baut auf den gar nicht mal so viel älteren, ist auch erst 22. De Ligt hieß der, ne? Ja, richtig. Frankie De Ligt. Matthijs heißt er, sorry. Matthijs De Ligt, auf den baut man. Tanguy Nianzou hat wenig gespielt. Alles gut, dann soll er in Sevilla noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ist aber ein Kauf, ne? Sevilla hat den gekauft, der ist jetzt nicht ausgeliehen. Was mich, ich habe das ja gestern auch schon erwähnt, mich sehr, sehr wundert, warum dieser Herr Matthijs De Ligt in den ersten Pflichtspielen tatsächlich gar nicht so in der Startaufstellung stand beim FC Bayern München. Generell, wo ist ein Gravenberg, wo ist ein Masraoui? Upamecano habe ich ganz vergessen. Natürlich, der ist doch auch noch da. Aber wo ist De Ligt? Wo sind die, diese, also ist es im Mittelfeld ist Platz. Goretzka ist eigentlich verletzt. Dort hat sich jetzt Kimmich sowieso festgespielt mit Sabitza. Wir schauen jetzt mal drauf, wie es am Wochenende wieder sein wird. Ein Masraoui hat noch nicht in der Startaufstellung gestanden. De Ligt auch nicht. Der hat in ein Testspiel, wurde mal eingewechselt, da auch gut gespielt und direkt mal ein Tor erzielt. Ich glaube, in der 5 Minuten auf Platz hat direkt ein Tor erzielt, De Ligt. War aber ein Testspiel damals. In der Bundesliga, im Pokal müssen wir erst noch ran. Bis dato noch kein Pflichtspiel. Mané ist der einzige Neuzugang, der da richtig aktiv mit eingebunden ist. Es wird noch werden. Ich sehe definitiv Gesetz, De Ligt und Lucas Hernandez, finde ich eine richtig gute Abwehr. Kostet auch 150 Millionen auf dem Papier. Ist so. Die ist erstmal gar nicht schlecht, die Abwehr. Die sollte ein bisschen was reißen. Aber in Zukunft würde ich De Ligt gerne mal, auch am Wochenende jetzt vielleicht schon, in der Startaufstellung stehen. Ich glaube nicht, dass er irgendwie verletzt ist oder Trainingsrückstand oder was weiß ich. Der ist eigentlich da. Warum er nicht spielt, keine Ahnung. Upamecano macht ja einen richtig guten Job. Naja. So wie letztes Jahr doch. Bankfrust bei Leroy Sané wird immer größer. Bei Bayerns Flügelflitzer Leroy Sané kommt im Moment alles andere als Freude auf. Denn er ist aktuell maximal Joker und war am Training am heutigen Mittwoch. Heute ist nicht Mittwoch, heute ist die... Was ist denn heute für ein Tag? Mittwoch. Er war im Training am Mittwoch nur in der B11, obwohl Serge Gnabry wegen einer Blessur am Handgelenk nicht dabei war. Ist okay, ist ein vorgeschriebener Text, alles gut. Leroy Sané, ja, der FC Bayern ist vorne gut aufgestellt. Natürlich spielt Thomas Müller, natürlich spielt der Neuzugang Mané. Natürlich haben wir auch noch einen Coman und auch einen Gnabry. Und irgendwo muss Sané dann da auch noch Platz finden. Musiala trumpft richtig auf. Es ist schwer für Leroy Sané und so eine Saison, wie der letztes Jahr gespielt hat, die war jetzt nicht überragend. Da muss echt ein bisschen mehr Leistung kommen. Ich hatte den bei City auch echt deutlich besser im Visier, beziehungsweise nicht im Visier, sondern deutlich besser in Erinnerung gehabt. Bei City in der Premier League, das war so ein Top-Typ. Schnell, richtig gute Anspielmöglichkeiten. Und wir haben auch in dem Supercup-Spiel gegen Leipzig gesehen, was der überhaupt kann. Dieses 5:3, dieser Schlusspunkt. Wieder noch ein Innenverteidiger Austanz plus Torwart. Das ist genial, das kann der. Sané, Mané, die können alle richtig gut zaubern. Es ist halt gut, dass der FC Bayern breit aufgestellt ist. Das sind so Mannschaften wie City. Mittlerweile tatsächlich auch Barcelona wieder. Man muss offensiv breit aufgestellt sein. Generell der ganze Kader vom FC Bayern ist in der Tiefe sehr gut. Ne, wenn ein Sané nochmal auf der Bank sitzt, wenn ein Gravenberg oder ein De Ligt auf der Bank sitzt, das muss man sich mal überlegen, das ist schon nicht schlecht, deutet dann auch darauf hin, dass man vor allen Dingen, wenn es so in die internationalen Wettbewerbe geht, Champions League, aber auch Pokal, was jetzt nicht international ist, aber man muss da in diesem Takt, wenn man zwei Spiele pro Woche hat, man muss da gut rotieren können und das kann der FC Bayern, weil die einfach breit besetzt sind und das finde ich gut und deswegen sollte man auch so einen wie Sané nicht verkaufen, ganz sagen. Ja? Gut. Pass auf. Wir gehen jetzt erstmal weg vom Fußballthema. Gnabry, ja, das stimmt. Bambus, der ist, auch Gnabry ist nicht in seiner besten Verfassung. Coman ist, glaube ich, gesperrt jetzt gewesen. Musiala, das ist der Einzige, der in so einer richtig Top-Verfassung ist. Müller ist auch ganz gut. Ne? Aber Müller ist halt Müller, der ist immer unberechenbar, der ist, und der spielt auch immer, scheißegal wo. Mané, sehr zufriedenstellend bis dato, auch da kann man noch anknüpfen. Und ich denke mal, der wird auch noch richtig, richtig die Mannschaft tragen, Sadio Mané. Der wird richtig, richtig gut
Der wird noch richtig gut werden mit seinen 30 Jahren. Ja. Ja, ja. Ich habe diese Tage irgendwo gelesen, dass der heimliche Topstar bei Liverpool gar nicht Mohamed Salah war, sondern immer wieder Mané, der halt in wichtigen Spielen auch da war. Natürlich ist Mo Salah auch ein Weltklasse-Spieler, das weiß man ja. Aber das ist so ein bisschen rausgestochen, dass Sadio Mané einfach diese eine Topspieler war. Das sieht man daran, dass bei Liverpool aktuell nicht ganz so läuft. Salah ist noch da, Nunez ist da, es ist gekommen Luis Diaz. Auch der ist jetzt nicht schlecht, aber so richtig gut läuft es bei Liverpool auch noch nicht so ganz. Deswegen könnte es echt darauf hindeuten, dass Mané vielleicht doch ein schwererer Verlust war, als man sich gedacht hätte bei Liverpool. Kann sein. Für den FC Bayern ist natürlich gut. Für den FC Bayern ist das top. So, wir gehen in andere Länder. Wir gehen auch rein in andere Sitten. Ich zitiere, wie Putin seine Schurkenstaaten dieser Welt auf seine Seite zieht. Es wird namentlich genannt Nordkorea, China und der Iran. Ja, diese Staaten werden als sogenannte Schurkenstaaten betitelt. Und das kann natürlich sehr gut sein, ich bin ja jetzt nicht ganz so involviert in den Machenschaften von diesen Staaten, aber es kann natürlich sein, dass die untereinander doch ganz gute Connection haben und sich irgendwie gegenseitig, ja, ich sag jetzt mal, durch diese Sanktionen gegen Russland helfen. Die machen ja erstmal, also das ist ja erstmal absolut, absolut beschissen, was Russland da macht, seit mittlerweile schon fast einem halben Jahr mit diesem Kriegsangriff. Und ich habe das Gefühl, oder so wird es hier beschrieben, dass diese Staaten sich untereinander selber helfen und somit irgendwie doch noch, ich sag jetzt mal, überleben können. Was einfach alles andere als gut ist. Genau so ein Typ wie Diktator Kim Jong-un, da kann man ganz wenig Positives tatsächlich über den berichten. Ähnlich wie Putin, ähnlich wie auch da im Iran oder Saudi-Arabien. Die stecken alle fast unter einer Decke. Schwierig. Nicht ganz so schön. Punkt aus, fertig. Mehr kann ich dazu nicht sagen, will ich auch glaube ich nicht. Ist nur eine der vielen Meldungen, die irgendwann mal heute aufgeploppt sind. Ansonsten, weiß ich nicht, ist hier, das ist alles Quatsch. Das meiste, oder das den Themenbereich, zu dem ich am meisten sagen kann. Zu dem habe ich was gesagt, das ist der fußballerische Bereich. Und damit machen wir jetzt auch weiter. Bestimmt haben wir heute wieder gute Sets. 10x85 plus 5x5, irgendwie sowas. Der Zug hat keine Bremsen. Hören wir gleich auch noch. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Wir sehen uns wieder gleich drüben im Fußball-Simulationsspiel FIFA 22. Hallo. Servus, Grüezi und Hallo. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich heute tatsächlich etwas mehr Zeit habe in den letzten Tagen. Ich habe immer sehr strikt meine Zeiten eingehalten. Ist ja auch nicht schlimm, hat ja alles gut geklappt. Beziehungsweise wir gehen ja jetzt am Ende so, wir gehen so langsam auf das Ende dieses FIFA-Teils zu. Das sieht man wahrscheinlich auch an der Mannschaft oben. Und das sieht man wahrscheinlich auch an den Karten, die überall so aufploppen und die man so sieht. Trotzdem mache ich immer noch meine 2-3 Spiele am Abend. Das ist alles, macht auch Spaß. Alles gut, wir führen das erstmal so weiterhin. Ich wollte nur sagen, ich habe meine Zeiten relativ strikt eingehalten. Und ich könnte, wenn ich wollen würde,
heute diese Zeit brechen, ist natürlich nicht von mir abhängig, sondern von der Laune des Spiels. Ja, da kann ich natürlich erstmal ganz wenig dran ändern. Wenn das Spiel sagt, nee, heute nicht, dann sage ich auch, nee, heute nicht. Wir machen aber erstmal viele SBCs. Die SBC von Mohamed Salah habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Muss ich gleich erstmal gucken und dann könnte ich eventuell auch entscheiden, ob ich die machen werde oder nicht. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal was? Ballermann-Musik an. Der Zug hat keine Bremsen von X, Y und Z. Oh Gott. Ich muss mir die erstmal alle angucken, ja, ganz SBCs. Beste Karte in FIFA 23. Das weiß man jetzt schon, dass das die beste Karte aus dem nächsten FIFA ist. Cool. Den Helm lackieren. Ich guck mir die mal an. Die Zülpe und rein in das Ding. Um Kohl an Euro. Hier bin ich der King. Der Zug. Taumel nach rechts, taumel nach links. Wünsch mir vom DJ. Der Blick ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie viel Futter ich genau habe. Jetzt geht es Glück. Kurz raus eine rauchen, dann wieder zurück. Wollen eigentlich einen ruhigen und merke dann, dass der Zug mal wieder nicht bremsen kann. Ja. Im Club, schnell an die Bar geeilt. Der nächste Kranz wird mit mir selber geteilt. Ich blicke nach rechts, da steht die Frau meiner Träume. Ich schieß mir ins Knie, wenn ich das hier versäume. Ich geh auf sie zu und spreche sie an. Oh. Und merk dann, dass ich gar nicht mehr sprechen kann. Sie fragt, geht sie gut? Ich sag, halt doch die Fresse. Dein Gesicht sieht aus wie eine Knoblauchpresse. Im nächsten Moment der Türsteher an, kann es sein, dass auch er nicht mehr bremsen kann. Der Zug hat keine Bremse. Zug, der Zug hat keine Bremse. Zug, der Zug hat keine Bremse. Zug, der Zug hat keine Bremse. Dab, dab, da, 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 dab, da, 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 dab, da, 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 dab, dab, da, 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 dab, da, da, da. Ich wache auf, mein Kopf tut weh. Wo sind mein Handy und mein Portemonnaie? Ja. Mein Papa ruft an, Sohn, ich hab dir vertraut. Ich sag, Papa im Zug, waren keine Bremsen verbaut. Ich muss mal überlegen. Ja, Julia, Lorenz Büffel und wie heißt die? Malle Anja, kenne ich nicht. Danke für das Lied. So, also, ja, gut. Salah, der hat eine gute Karte, habe ich jetzt gesehen. Ronaldo ist halt, okay, ist eine 94er, was war das damals? Man of the Month oder so, Player of the Month, so. Karte gewesen. Ich finde aber trotzdem auch noch gut. Klar, es ist nur eine 94. Hat jetzt auch nicht die besten Werte. Vor allem 89 Antritt. 91 Tempo generell ist halt wenig. Ist mir klar. Ich werde Ronaldo erstmal weiterspielen. Aber wenn das tatsächlich unendlich kommen sollte, ne, wie schon angesprochen, dann wäre natürlich Mohamed Salah ein potenzieller
toller Neuzugang für unseren Verein. Aber ich sehe ja auch, ich habe ja auch relativ viel Futter hier mit mir in den letzten Tagen erarbeitet. Wir machen heute wieder alle drei Sets. Genau jetzt am besten würde ich damit anfangen wollen, mit allen drei Sets. 5x85, 2x, 10x85 und so weiter und so fort. Das kriegen wir vielleicht, wenn es gut läuft, hin. Mal schauen. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen was so... Fettes Brot. Guten Tag, was geht? Alles klar? Alles klar bei dir. Wie spät? Wie spät? Gleich 9. Okay. Okay. Will mal eben los. Frühstück holen gehen. Schalt den Wall. Ja, ich schau mir das mal an. Ich mach erstmal die ganz normalen Sets hier. Bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und weit. An Tagen wie diesen. Da sind wir ja noch viele Captain-Karten. Guck mal, wir haben echt... Wo haben wir das denn alles weg? Was von den... Ich weiß gar nicht, wo wir das alles weg haben. Weil ich habe ja gerade gesehen, Shapeshifter, Foot Captains und so weiter, Birthday Cards, muss ja auch alles abgeben, ne? Müssen wir was anderes machen. Zur Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Mal eben meine Leitung wieder umstellen. Das haben wir gestern geändert. Vorgestern schon. Hast du den schon gespielt, Bambus? Oder wer hat das gesagt, dass das Schade eine gute Karte ist? Also die Werte sagen das ja schon. Das ist richtig. Und das bricht natürlich auch meine These vorhin, dass dann wohl doch nicht. Money, der eine Fixpunkt war. Also Salah hat eine bessere Karte. Als Money. So reich ist er nicht. Oh! So was kann uns nicht passieren. Und was wäre, wenn doch? Doch und mich zerreißen die Fragen. Ich kann den Scheiß nicht ertragen. Die haben denn nichts mehr zu fressen. Und ich hab Steine im Magen. Ich hab, sehe gerade was. Warte mal. Die Sonne lacht so schadenfroh an Tagen wie diesen. Wo war der ganze Special Card? Was hat er gerade gesagt an so einem normalen Samstag? Was bringt mir jetzt die Goldkarte? Bringt doch ihm eine Footies-Karte von Mané oder auch von Haaland, gibt's ja auch. Was macht ihr denn? Seid ihr doof oder was? Was sollen wir denn jetzt mit einer normalen Karte, mit einer normalen Goldkarte von Mané? Scheiße ist das. Ist nice, dass sie Transfers reingebracht haben, aber sieht auch schön aus. Ja. Das Rot steht ihm.
Bronze Picks öffnen, Spieler. Wir müssen verkaufen. Ja, gut, das ist halt alles sehr langwierig, ne? Würde ich jetzt auch einfach mal so sagen. Wäre wahrscheinlich eine gute Crafting-Methode. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch Bock drauf habe. So richtig rumzugeiern da mit den Bronze-Sets und. Das weiß ich aber jetzt auch nicht, ob ich da so richtig Bock drauf habe. So. Hab ich das? Könnte ja jemand was drin ziehen, so ein Goldset. Sorry. Gerson, jo. Danilo, jo. Ich habe tatsächlich meine Summertosh Token soweit für alle Grill. Heute gibt's was vom Grill. Meine Summertosh Token ja, für diese ganzen Futterpacks halt eingelöst. Das war, ist gar nicht so lange her, war Freitag, oder? Letzten Freitag war das. Ja, Freitag, Samstag habe ich das gemacht. Heute ist Mittwoch und die ganzen Spiele sind schon wieder alle aufgebraucht. Welche SPC habe ich gemacht? Varan. Genau. Ich habe Summer Torch Token, also ne, da war ja 85 mal 15 oder so, dann 83er, 82er, 84er, ne, mal 25 und was, das sind ja über 100 Spieler, hätte ich eigentlich haben sollen, aber ich weiß nicht, wo die alle sind. Oh mein Gott, ich ziehe zweimal denselben Spieler, ey, sag mal, wollt ihr mich auf Knüppel verarschen oder was? Den hatten wir eben schon mal in einem Kanal. Ey, also manchmal, die haben wirklich den Schuss auch nicht. Die haben wirklich den Schuss nicht gehört. Die haben den Schuss nicht gehört. Was soll ich denn mit dem? Guck dir das mal an hier. Boah, ich glaube, ich könnte wirklich, also wie das hier aussieht, könnte ich echt diesen alten Mo Salah mir ercraften. Ich habe ja relativ viele High-Rated-Spieler. Ist die Frage, Mo Salah, ja, der würde schon irgendwie reinpassen, aber ist der Neymar nicht auch cool? That's the question. Oder ein Usman, der natürlich da mit den anderen Jungs gut linken würde und so weiter und so fort. Stopp. Danke an Marco. Mit dem Lied Tears Don't Lie. Wir gehen jetzt, das ist ja random ausgewählt, ich will ja die Musik nicht aus, das ist random. Das Lied habe ich selber geschrieben, auch selber gesungen. Juli, logischerweise. Mit Zerrissen. Das bin ich. Warum fühlt es sich so leer an, wenn du bei mir bist? La 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 la. Warum können wir nicht reden? Nach so vielen Jahren. Nee, Mann, schlecht Schuss. Ihr habt den Totz halt aber auch schon, ne? Macht ja auch keinen Sinn. Warum fühlt es sich so leer an, wenn du bei mir bist? Warum fühlt es sich so fern an, wenn wir uns doch nah sind? Was bringt mir dieses Leben, wenn du einfach nicht da bist? Deine Haut wird ganz kalt, dein Blick wird ganz leer, dein Atem wird leise und dein Kopf wird ganz schwer. Was hat dich so zerrissen? Was hat dich so verletzt? Habe ich lange dran gesessen an dem Text. Sehr lange. Sehr lange. Ja, ich will halt die Food Birthday Karten an ihn noch nicht so ganz abgeben, ja. Loch
Was hat dich so zerrissen? Was hat dich so verletzt? Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt? Was hat dich so zerrissen? Was hat dich so verletzt? Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt? Was hat dich so zerrissen? Was hat dich so zerrissen? Was hat dich so zerrissen? Okay. Ja. Was auch immer du tust, was auch la, 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 la. Ich bleib für dich wach, ich bleib für dich wach. Aber nicht sogar einen von außer MLS gegen so einen Silberspieler? Pass auf, warte mal. Regen. Und ihr auch noch. Wow, 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 wow. Oder? Habe ich doch gut gesungen damals. Das war mit, wann war das denn? Schon ein paar Jahre her. 14, 15 war das, glaube ich. Das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Von daher, naja. Wir bleiben aber in der ähnlichen Tonlage. Wir gehen rüber zu Lil Peep. Mit einem Lied, was es so gar nicht gibt auf Spotify. Das muss man sich irgendwo anders dann anhören. Gegebenenfalls auf YouTube wäre es eine Möglichkeit. Das Lied heißt Nasty Names. Ich würde sagen, das hat eine ähnliche... Ja, hat eine ähnliche Stimmlage. Beziehungsweise eine ähnliche Klangfarbe wie Juli. Will ich jetzt Lil Peep nicht zu nahe treten, aber ich sag's jetzt einfach mal. I wanna play these games. Ja, ich weiß nicht, wen ich noch von den Jungs machen soll. Kommt überhaupt noch wer? Als kommt noch irgendwas an Footies Karten? Nee, ne? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Lade Spieler. Kann auch Silber. Dreh dich an. Das Problem. Aber naja. Tschüss. Schiepe-lol. Moin moin, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallihallo. Hab ich noch was ähnliches? Ja, das, genau, das passt besser. Das passt besser von der Tonlage zu Juli und zerrissen. I wanna fall asleep. Ein R3-Pack. Ja, bringt mir das was? Weiß ich jetzt nicht. Kann's mal probieren, ja, man kann's ja mal probieren, aber ich denk mal, so eine richtige, so richtig Spaß wird's jetzt nicht machen. Next to me tonight, she don't wanna fall from me. Set hat geöffnet. Weiter geht's mit Lil Peep. Überspringen.
ein Spiel Weekend-League-Qualifikation aufwärmen oder direkt Rivals? Bitte. Was soll ich machen? Ich brauche mal eben eine Meinung. Ich weiß es nicht. Also ich hätte heute genug Zeit. Ich würde es jetzt mal so sagen, ja? Oder ich könnte auch alternativ jetzt noch circa 1,5 Stunden ein paar Klassiker mitsingen. Ne, heute Schiebe könnte ich tatsächlich ein bisschen länger machen als nur noch 20 Minuten. Ob ich das will, ist die Frage. Aber ich könnte es machen. Aufwärmen. Gut. Black Velvet! Black Velvet! Bisschen lauter. Black Velvet, if you please. Da-da-da-da-da-da. Ooh, Benzema. Oh, was ist das mit Trikots? Spiel Nummer 1 startet. Oh, ich hätte eigentlich gerne das Lied heute gehört. Black Velvet, like an animal's smile. Black Velvet, like so sad. Was machen die denn da hinten? Ja, ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, dass wir erstmal langsam reinstarten. In den spielerischen Teil. Denn die sind dann doch sehr unkoordiniert gewesen, die Verteidiger. Toni Kroos, auch den können wir mal wieder spielen, ne? Aber ich finde, Casemiro macht einen guten Job. Casemiro als Sechser. Schiebe, das kann tatsächlich sein, dass ich das ein bisschen ziehen wird. Ich muss ja, wie gesagt, 3 Siege eigentlich in der Liga. Müsste ich nur holen. Oh, nee. Aber wenn ich da keine Lust mehr habe, dann lasse ich es natürlich auch sein. Scheiß auf die Elite-Rewards in dem Fall. Also, ich würde es schon mitnehmen wollen dann. Aber wenn nicht, dann nicht. Griezmann, Ball zu weit fortgelegt, Ball ist weg. Sehr gut von Philipp Lahm. Und Casemiro verliert den Ball an sich selbst. Warum ist Benzema so defensiv in dieser Partie? Gute Frage. Benzema setzt sich durch gegen 2-3 Leute. Wer war das? Ferran Torres. Und weg damit. Champions. Wie gesagt, da haben wir jetzt noch 6 Spiele Zeit. Bräuchte noch einen Sieg. Das ist machbar. Morgen ist Donnerstag. Das kann ich ja da auch noch finishen. Auch da haben wir gar kein Problem. Valverde. Mich würde tatsächlich auch mal ein Sergio Ramos einfach interessieren. Ne? Nicht als Stürmer, dann würde ich irgendwo auch auf der 6 dann spielen wollen. Kostet auch nicht mehr so viel. 100k oder so. Wäre auch noch eine Option, ne? Sergio Ramos. Ja, das sieht noch nicht so gut aus, muss ich leider gestehen. Wir haben gestern besser performt hier. Benzema. Können wir mal einmal ganz kurz im Hintergrund und im Hinterkopf noch haben? Ich möchte gleich einmal nachgucken, wie viel Ribéry kostet. Ob nicht Ribéry eine Option wäre, guck mal, ich spiele ja Benzema hier über den linken Flügel prinzipiell. Ob nicht Ribéry eine Option wäre für Benzema, der 98er Shapeshifter. Ich habe 100k. Erlös von Benzema bringt das Ribéry ein. Frage mache ich gleich. In dem Moment schießt Modric jetzt erstmal an. Ich glaube, ich hätte gerne auch einfach mal einen Ribéry. Unheimlich gerne. Gareth Bale. In der Mitte ist Ronaldo. Griezmann. Schau. Ribéry kostet 188. Und Benzema kostet? Wenn Benzema noch einen 100er bringt, dann wäre das eine Option, glaube ich, ne? Ronaldo kriegt den Ball nicht durch. Nochmal Ronaldo, Griezmann, abseits wäre es wahrscheinlich gewesen. Ball kommt auch nicht durch. Gross.
Lahm. Och, was macht denn Ronaldo da? Was spielt denn der vom Ball? Benzema, da ist er. Schlechter Schuss. Benzema 99. Ja, würde klappen. Ich habe nur 100k. Griezmann. Schuss, Schocks. Griezmann, Alisson Becker. Ist Ribéry besser als Benzema? Casemiro! 1-1. War ein guter Schuss, der Casemiro. Ja, das war ein guter Abschluss. Oh ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee für eine Mannschaft. Oh, ich habe eine Idee. Ich würde unheimlich gerne Ribéry und Neymar spielen. Mit mir egal, mit wem noch. Benzema! Oh, den verzieht er. Das war sein Todesurteil. Karim Benzema so frei durch und dann haut er den nicht rein in die Maschen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Benzema, was machst du denn da? Griezmann. Oben, Benzema, wieder der Ball auf Griezmann. Kommt nicht dran vorbei. Ruben Dias, Griezmann, Ronaldo holt sich den Ball zurück. 2-1. Was ein Fehler vom Keeper. Vom Keeper, vom Verteidiger. Spiel gedreht. Griezmann, Ribéry und Neymar. Hört sich jetzt erstmal nicht schlecht an. Benzema setzt sich nicht durch. Hat den Ball eigentlich schon am Fuß gehabt. Kommt trotzdem nicht viel weiter damit. Das Ding ist, guck mal, ich habe einen Benzema. Ja, ich habe Benzema ja jetzt gespielt 600 Spiele am Stück. Ne? Ich habe den übrigens gekauft damals für 2,8 Millionen. Ribéry habe ich einmal im Draft gespielt. Und er ist stark. Ribéry ist wirklich stark. Ich habe den einmal im Draft gespielt, habe das Draft gewonnen, habe mir, da war der 3, 4 Millionen wert, habe mir gedacht, boah, irgendwann, wenn er den mal haben könnte, das wäre cool. Ribéry mein absoluter Lieblingsspieler gewesen beim FC Bayern. Ist ein Punkt. Benzema jetzt schon 600 Spiele auf dem Buckel. Irgendwann brauchen wir mal was Neues. Und ich denke mal, so schwierig mit dem Umstellen wäre es nicht. Ist ja auch ein Franzose. Serie A, kann man bestimmt was machen. Ja. Ein Try wäre es wert. Ronaldo, was macht der da? Ronaldo. Oh! 3-1. CR7. Führung zur Halbzeitpause. Ribéry ist krasser. Ich schaue gleich mal, wie ich das umstellen kann. Ribéry. Das wäre schon cool, ne? Mit dem Franck. Boah, 85.000, ey, für die Werte, ne? Ist halt die Frage, ne? Bale, auch sehr cool. Neymar, Ribéry, Bale, sowas. Ich spiele halt auch gerne mal auf Flanken, ne? Ronaldo vielleicht trotzdem drin lassen. Und einfach nur dann Benzema für... Benzema austauschen. Benzema austauschen für Ribéry. Irgendwie so. Das kriegen wir schon hin. Und Griezmann ist ja auch gut. Der ist ja auch wirklich, der gefällt mir auch sehr gut. Griezmann war der beste Spieler jetzt. Halbzeit 2. Boah, Hilfe! Der kommt ja durch zu Antoine. Was ist denn da los? Abedi Pele, neu im Spiel. Bale ist schnell, läuft den Ball ab.
blablabla mit dem Fehler. So, und oben ist wieder Benzema, wird bedient von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Na, ja, trifft halt nicht. Dafür halt Antoine Griezmann, ne? Wir gucken uns mal Franck Ribéry an. 4-1-Sieg. Ich möchte ein Lied hören von Falco, was auf den ersten Blick sehr, sehr strange wirkt. Ist es bestimmt auch. Das Lied ist komisch. Das heißt Gina. 5 Minuten geht es lang, ist aber ein so sensationell, also auch ein richtig geniales Lied von einem auch viel zu früh verstorbenen Künstler, Falco. Verstorben in der Dominikanischen Republik 1998, meine ich. Gina, 5 Minuten 55. Dramatik pur. Wie kriegen wir jetzt Franck Ribéry eingebaut in diese Gurkentruppe hier? Gina! Life is not what it seems, such a lonely little girl in a cold, cold world. Jean Hanselo. So, die Mannschaft müssen wir auf jeden Fall so mal stehen lassen, weil... Steh auf, bitte. Rashford haben wir auch noch. Du wirst ganz nass. Aber Rashford ist erstmal außen vor. Coman haben wir auch noch. Schon spät, komm. Viel, wir haben sehr viel, wir haben sehr, sehr viel. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht?
Still FIFA spielen werden wir gleich auch noch, wenn wir das Team hier aufgebaut haben. Und was ich auch noch gesehen habe zusätzlich, Blacky, ich glaube. Nee. Ja, kann sein. Kann das sein, dass ich habe gestern ganz am Ende nochmal meinen Chat refreshed. Gestern gab es ja unheimlich große Probleme mit Vodafone etc. pp. Und kann sein, dass du gestern auch reingeschrieben hast. Ich habe diese ganzen anderthalb Stunden, die ich gestern mich hingesetzt habe, habe ich die ganze Zeit den Chat nicht sehen können, weil es da große Probleme gab mit Vodafone und so weiter. Die konnten sich irgendwie nicht mit dem Chat connecten und so weiter und so fort. Also das war... Ich habe gestern einfach, wenn irgendwas reinkam, kann, aber ich konnte nicht darauf reagieren, weil ich den Chat einfach nicht gesehen habe. Wenn du davon betroffen warst und irgendwas geschrieben hast, dann tut es mir auch da nochmal leid. So, danke dafür. Die Mannschaft, wie sieht die jetzt aus? Ist die jetzt toll oder nicht? Der Rashford stört mich fast ein bisschen, muss ich tatsächlich sagen. Rashford stört mich. Der Markus stört mich da. Ich schwöre kein Netz hier an, ne? Also das ist wirklich bodenlos. So. Was ist jetzt hier mit der Mannschaft? Guck mal, wie könnten wir den... Ach, scheiße. Wir spielen 3. 4, 2, 1. Ribéry links. Ronaldo mittig. Und rechts den, wer ist der Griezmann? Da machen wir echt Außenverteidiger bestehend aus... Das weiß ich nicht, ob das cool ist. Außenverteidiger bestehend aus... Machen wir es anders, glaube ich. Außenverteidiger bestehend aus Rashford und Bale. Das ist mir zu offensiv, glaube ich. Ich würde eigentlich lieber... Ich würde lieber Cancelo spielen. Und was gibt's denn da rechts noch? Gibt's in der Premier League noch irgendwas, was man so auf der rechten Seite spielen kann? Was ein bisschen defensiver ist als Marcus Rashford? Was haben wir denn da noch? Wir haben jetzt natürlich nichts. Cool. Westernhagen. Ich brauche irgendwas auf der rechten Seite. Irgendwas Premier League, rechte Seite, was nicht ganz so offensiv ist wie ein Marcus Rashford. Ein KDB, ne? Ah, ne, ist auch Quatsch. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Hansoy? Hansoy? Ist das in Ordnung? Herzlich willkommen! Hallihallo. Hans-EU! Hansoy wieder. Ah, oh, perfekt. Hans-EU. Ich bin's. Ja, Cancelo würde sehr gerne spielen. Da kommt nicht auf Chemie. Ah. Weiß nicht, ob das cool ist. Du bist eine Waffe. Machen wir das jetzt so, oder was? Mit Ribéry hier. Machen wir gleich. Ist in Ordnung. Wir machen das gleich so. Wir spielen aber trotzdem... Ey. Vorher noch ein Spiel mit der Mannschaft, wo Benzema integriert ist. Ja. Dann könntest du ja auch noch ein bisschen... Ja, ich guck gleich mal. Ich stelle das vielleicht gleich nochmal ein bisschen... vielleicht nochmal eine andere Formation. Ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden, weil ich will Rashford da eigentlich
der ist mir dann für die rechte Seite einfach zu offensiv. Ich brauchte irgendeinen Außenverteidiger im Stil Cancelo, Davis, sowas. Brauchte ich da eigentlich noch. Weil Bale ist schon offensiv genug. Wobei er auch ein bisschen defenden kann. Ey, der hat das nachträglich erst eingefügt. Ach, jetzt spielen die auch noch zu zweit hier gegen mich. Oh, nee. Das werden wir verlieren. Zu zweit in der Division. Ich dreh durch. Ich hab das schon bereit gedrückt. Auf einmal kommt der zweite Spieler dazu. Das ist doch Quatsch. Es geht um den Aufstieg. Ich bräuchte prinzipiell 3 Siege am Stück jetzt, aber ob wir das schaffen, ist natürlich... Naja, fragwürdig, ne? Verteidigen können die... Boah, das ist immer eine Schwierigkeit, wenn man zu zweit verteidigt. Bale. Am Tor vorbei, Gareth Bale. Na komm. Ronaldo. Ich denke mal, dass die Offensiv vor allen Dingen sehr, sehr gut spielen werden. Offensiv ist es natürlich zu zweit immer ja, ordentlich, sich dadurch zu kombinieren. Defensiv, da kann man dann durchaus anfällig sein, das ist richtig, aber offensiv schwierig. Gareth Bale, nächste Chance. Wo ist Benzema? Hakimi ist da. Okay. Naja, bin gespannt. Marcelo wäre eigentlich auch einer, ne? Den man mal als Linksverteidiger spielen kann. Dembele geht da durch. Oh, Alarmlicht am Boden. Jungs. Gott, ein GG Donnarumma. Valverde. Valverde, ja. Ja, wir kommen jetzt auch schon näher. Ich muss gleich nochmal drüber schauen über die Mannschaft. Absolut richtig. Valverde als EM, sowas, ja. Ich muss da gleich nochmal drüber schauen. Das ist doch ein Foul, der Schiedsrichter. Gute Freistoßposition. 22 Meter zentral vor dem Tor. Gareth Bale tritt an. Wir sind zu lange, glaube ich. Oh, wir sind zu lange gewartet. Da steht einer auf der Linie. Donnarumma ist auch da. Das... kann man ein bisschen gefährlicher lösen, glaube ich. Benzema! Das ist die nächste Top-Chance, die Karim Benzema vergibt. Griezmann! Oh. Abseits war's. Der Ball geht aber auch nicht rein. Ronaldo. Geblockt. Abseits. Ich muss halt wirklich schauen, also der Cristiano Ronaldo ist halt so schwer dann zu verlinken. Mit Cancelo würde es gehen. Natürlich auch mit Varane, der ist hier gesetzt. Und natürlich auch nicht allzu viele Jungs da auf Off-Cam spielen, ne? Ist auch Quatsch. Ronaldo raus. Wir schauen gleich nochmal drüber. Über die Mannschaft. Ich konzentriere mich mal eben auf das wichtige Spiel, auf einen kleinen Stepper in Richtung Aufstieg. Und dann gucken wir weiter. Cancelo. Ronaldo ist in der Mitte, Benzema auch. Keeper Donnarumma ist draußen. Neymar. Hat ja auch eine zentrale Karte, ne? Naja. Griezmann. Das nächste Foulspiel. Bale tritt an. Flanke. Kommt zu Cristiano Ronaldo. Zu Benzema. Viel zu sehr im Rückraum gespielt. Ungefährlich. Also bis dato können wir das eigentlich, was die Gegner offensiv so anbieten, ganz gut unterbinden. Schon wieder. Das ist Neymar.
Kein Foul. Und jetzt lange Hafer auf Antoine Griezmann. Der ist doch schnell gegen Renan Lodi. Der ist aber schneller. Und auch in einer besseren Ausgangslage. Aber ich glaube, das Unentschieden, es geht sogar in Ordnung. Auf beiden Seiten gab es echt gute Möglichkeiten. Ronaldo gegen Chiellini hat einen unheimlich schweren Stand. CR7. Ronaldo holt sich den Ball zurück, da ist Gareth Bale! 1-0. Oh, das ist ein großer Fehler gewesen. Großer Fehler vom Abwurf weg und Gareth Bale schaltet am schnellsten. Und nächste Chance. Gareth Bale, ganz hinten ist Ronaldo, na komm! Was ist das denn für eine Flanke? Mann ey. Deswegen sind sie da, Bambus, die Emotes. Um witzig zu sein. Stark. Oh, Griezmann! 2-0, Antoine. 40. Minute. Back. Solide 2-0 Führung. Gefällt mir. Nächste Chance. Griezmann, Ronaldo. Chiellini ist da. Ne, es gibt nochmal den Einwurf. Es ist noch nicht Schluss. Es ist noch lange nicht Schluss. Ronaldo. Und nochmal eine Ecke. Nochmal eine Ecke. Philipp Lahm tritt das Ding. Da ist Benzema vorerst geklärt. Nochmal rein in den 16ern. Casemiro nochmal mit dabei. Und jetzt ist er geklärt, der Ball. Und das war's mit Halbzeit Nummer 1. Wir führen solide mit 2-0. Was halte ich von Pedri und Adama Traoré? Pedri, cool. Adama Traoré, in echt bestimmt ein cooler Spieler, aber für mich jetzt aktuell in FIFA nicht mehr spielbar. Ist der Name ist mir nicht groß genug. Es tut mir so leid, aber es ist so. Was soll ich machen? Adama Traoré. Spielt ja keiner. Guck mal hier. Was mir halt wichtig ist, ich habe hier diese Dreierkette aufgestellt. Davor noch zwei gute Sechser. Casemiro ein Abräumer. Lahm ist ja auch eher als Abräumer bekannt. Ja. Aber die können auch offensiv ein bisschen was. So, ich habe diese drei Jungs. Und das Wichtigste ist, dass er ein Außenverteidiger, ein an sich nomineller Außenverteidiger, Davis oder Cancelo noch da steht, die auch offensive, defensiv was können, aber eher dann so ein bisschen defensiv orientierter sind. Und auf der anderen Seite dann Bale. Ich kann da nicht spielen Bale und Rashford. Das geht mir eigentlich nicht. Aber ich habe schon ein Team so und das hat einfach nicht funktioniert. Weil du dann einfach wirklich, ich bin mir dann auch sicher, ich habe dann vier defensive Spieler auf meinem Platz stehen. Und da so muss es dann auch sein. Und so fühlt sich das dann auch an. Rashford ist dann, der ist ja viel zu weit vorne immer wieder und kommt dann in gewissen Situationen einfach zu spät. Neymar. Nicht so ein Ding, nicht so ein Ding. 2-1 Neymar. Für mich ist die 95er Karte nicht spielbar, tatsächlich, ja. Weil die ist ja nicht in dem
Stil. Die kostet ja auch nichts, die Karte. Weißt du, das ist halt so eine, klar, es hat ja gute Werte und so weiter. Und ist bestimmt auch, lässt sich jetzt nicht schlecht spielen, aber das ist jetzt nicht diese High-End-Karte wie so ein Bale oder sowas, ne? Bale, Neymar. Die sind da nochmal einen Step über in Adama. Und das sind ja die Jungs, die ich offensiv spielen will. Wieder Bale. Nochmal am Rhein mittig, Schwarzseits, ey. Bale, ja, Bale habe ich ja. Den würde ich natürlich auch spielen, ist ja klar. Also aktuell spielt er als Linksverteidiger, ob jetzt rechts oder links, relativ egal. Bale ist sowieso gesetzt. Bale ist gesetzt. Oh, ist das Abseits? Das ist keine Abseitsposition. Leg den Ball rüber und mach's 3-1, Antoine Griezmann. Wie frei sind die beiden Jungs denn da vorne durch, die zwei Franzosen? In der 60. Was ist denn da los? Boah, schade, CR7. Hallo, ja. Bale, Benzema, Casemiro kommt auch noch mit nach vorne, das ist unheimlich viel Platz. Och. Und der Ball kommt dann nicht an. Wieder Benzema. Ronaldo. Abgefangen, der Ball. Hinten wieder Benzema. Komm nicht dran, Philipp Lahm. Casemiro, wow. Kann man sich einen gut Rüllet so wie einen Casemiro vorstellen? Auch in der Beweglichkeit? Glaube nicht, ne? Was hat Casemiro an Beweglichkeitsstats? Der ist schon... Ich glaube, dass Casemiro fast besser ist als ein Rüllet, oder? Weil er halt deutlich beweglicher ist. Ist zwar ein bisschen kleiner, aber von den Werten her auch, es ist schon... Casemiro hat schon was. Der macht einen richtig guten Job bei mir. Das gefällt mir. Wenn der durchkommt, ne? Dann ist Griezmann schon wieder relativ frei durch auf der Außenbahn. Kann nach innen ziehen, kann rüberlegen. Boah. Also Platz haben wir. In einigen Szenen. Nicht in allen Szenen, aber in einigen Szenen haben wir echt viel Platz. Jetzt spielt das offensiv ganz gut. Und dann ist der Ball weg. Das gibt's doch nicht. Wir kommen nicht mehr raus da hinten. Neymar, und jetzt ist der Ball noch mal drin. Der Ball ist noch mal drin in der 80. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist jetzt die Situation, die wir eigentlich gar nicht so wirklich gewollt haben. Natürlich nicht. Wer will denn so eine Situation? Rashford kommt rein, Davis kommt rein. Falsch. Benzema rückt in Sturm und es kommt Neymar rein. Ach, nicht Marquinhos, sag mal. Davis und Neymar. Benzema rückt in die Zentrale und wir bauen die Mannschaft etwas defensiver jetzt auf, ja? Mit einem weiteren Außenverteidiger, Fonzie Davis. Eine 3-3 wäre... Das wäre ein Genickbruch. Das können wir nicht machen. Das geht nicht. Ja.
Das waren ja Chancen, Mann. Wieder abgefangen. Das darf nicht wahr sein. Stark. Also, Lahm. Griezmann. Geblockt. Das ist einer eigentlich für Casemiro. Der setzt sich da nicht durch. Ja, Konter. Na komm, Neymar läuft. Neymar. Jungs, wir müssen Deckel drauf machen. Wo ist da Griezmann? Wo ist Benzema? Abgefangen, der Ball. Und das gibt es doch nicht. Varane, na komm. Stark von Donnarumma. 88. Minute, den hält er nochmal. Und es ist abseits dann von Griezmann. Das bringt ein bisschen Zeit nochmal. Kein 3-3. Lahm. Und Ball halten. Eine Minute gibt es oben drauf. Nochmal zurück zum Keeper. Nachspielzeit ist rum. Der lange Ball kommt. Und es muss gewesen sein. Das ist es auch. Wir gewinnen die Partie mit 3-2. Es ist verdient, ja. Und es ist auch wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Zwei Siege müssen aber jetzt auch noch folgen. Der Schieper LOL hätte eine Mannschaft, die ich so nicht aufstellen würde und was ich auch nicht machen würde. Es gibt ja eine ganz geringe Chance, dass ich es vielleicht doch tue. Also du kannst es ja gerne reinmachen, aber wenn du es im Vorhinein schon weißt, dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Die Chance ist relativ hoch, dass das dann auch tatsächlich so eintritt. So, den Sieg haben wir schon mal eingetütet. Aber dieser eine Punkt davor, das zählt ja noch nicht. Nee, das zählt noch nicht zum Aufstieg, ne? Aber echt. Ich muss jetzt drei Punkte sozusagen überspringen. Das geht ja nicht mit einem Game. Pass auf. Gucken wir mal eben drauf. Ich werde aber tatsächlich diese letzten Spiele um den Aufstieg noch mit der Mannschaft jetzt hier dann machen, weil wir einfach einen guten Lauf gerade haben. Trotzdem, ganz kurz mal einmal durchatmen, eine kurze Pause machen. Bringt immer ein bisschen Schwung mit sich, ne? Ist immer gut. Schwung nicht, ist aber einfach immer gut. Bringt Schwung mit sich, jo, genau. Eine Pause bringt Schwung mit sich, alles klar. Eigentlich müssten wir hier, guck mal da, da müssten wir irgendein Icon noch hinsetzen. Nur keine Ahnung wen. Oder halt hier. Irgendein Franzosen. Blacky Wicks Lied, meinst du? Meinst du den Tor-Song? Warte mal. Better Off Alone. Better Off Alone. Das ist das. Ich hab's auf Spotify von... Guck mal hier. Wir haben noch da was Schönes. Wie heißt die? Alice DJ. Ich weiß nicht, ob du das Lied jetzt meintest, aber ich hab's jetzt einfach mal geraten. Mondi, da wären wir jetzt wieder, ne? Bei Fellow Mondi. Die kann auch Außenverteidiger spielen, ne? Ach, scheiße, Mann. Ach, scheiße, Mann. Do you think you're better off alone? Weil Modi halt Außenverteidiger ist, ne? Eigentlich kann ich da jetzt nichts gegen sagen. Ja, das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Ich weiß es. Scheiße, Mann. Ja, es ist die Lösung. Ich weiß, es wird auch jeder so spielen. Natürlich wird es jeder so spielen. Aber ich bin da nicht ganz so mit zufrieden mit. Bin da leider nicht ganz so zufrieden mit, muss ich gestehen. Do you think you're better off alone? Kungu! Würde ich reinhauen?
Hier ist auch cool. Den habe ich auch lange über rechts gespielt. Talk to me. Dann geht das so auch wieder nicht hier. Was gibt's in der Serie A noch? Serie A so an, ja, Spinazzola und Tonali und so, auch alles kann sie knicken. Das ist mir zu billig. Serie A, Position, Midfield. Ja, der Licht, alles klar. Ja, Barella, habe ich nicht gemacht. Alles klar. Es fällt mir jetzt zum zweiten Mal auf die Füße, dass ich Barella nicht gemacht habe. Ich gucke mir das mal an, schiebe. So, pass auf. Da haben wir Ribéry, Griezmann, Chiellini, Maldini, Donnarumma ist mir das gleich, Varane. Dann haben wir da Philipp Lahm, De Bruyne, den habe ich sowieso, Eden Hazard, Pedri, Dembélé. Ja. Pass auf, es gibt ja so Sachen, Dembélé, ja klar, den müsst ihr jetzt erstmal machen dann. Bale könnte ich ja trotzdem rein, Hazard, ne, weiß man ja. Und ich kann da trotzdem Bale halt auch reinhauen, als Stürmer. Mein Remix klingt schneller. Pass auf, warte mal, lass ich mir eben... Ich kann den einmal ganz kurz raussuchen, den Remix. Kann ich das? Und zwar... Nein, 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 du meinst... Guck mal hier, wir spielen den mal eben ab. Das ist der Torsong, ja? Ist auch schneller. Auf YouTube ist der. Pass auf YouTube ist der. Ich weiß es auch genau. Und zwar ist das von einem Better Off Alone. Das müsste ja, das ist es. Wenn man das, guck mal hier, ich habe den Link hier. Ne, pass auf, wir gehen da rüber und wir gucken uns das an. Gucken uns das doch an. Alles gut. Guck mal hier, das ist es. Mr. Wilson. Das ist irgend so eine Band, die das auf den Straßen mal gespielt hat. Richtig Spaß da auf der Straße gehabt. Irgendwo in England ist das. Fish and Chips. Da 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 da. Ist klar, danke schön an die Jungs auf jeden Fall. Die Line ist schräg im besten Sinne. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Da bin ich, das ist jetzt zu spät für mich, das habe ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Auf jeden Fall war es das. Mr. Wilson's Second Liner Bear of Alone. Okay. Das Problem mit Eden Hazard ist, dass ich den gar nicht habe. Ich muss ja Benzema verkaufen. Und dann kaufe ich Ribéry. Und dann habe ich Münzen, nada, nix mehr, niente. Also muss ich irgendwie aus bestehenden Spielern das Team komplettieren. Oder halt mit irgendeiner SBC das Ganze komplettieren. Ne? 40k, ja, guck mal, wie billig der ist.
Scheiße, Mann. Eden Hazard spielt aber schlecht. Er spielt schlecht bei Real. Der hat keinen. Das überzeugt mich nicht. Er überzeugt mich mit seinen Leistungen, überzeugt er mich halt nicht, ne? Weil er einfach schlecht gespielt hat. Ja, ist das zu offensiv? Was ist denn, wenn ich hier noch KD... Wen haben wir denn noch zum Beispiel als, ich weiß nicht, ZM oder so in der Prem? Aber es geht auch wieder nicht, ne? In der Formation ZM außer Premier League, da haben wir De Bruyne. Den kann man auch nicht wirklich über die Außenbahn spielen, sondern... Was haben wir denn da noch? Ja, De Bruyne 88 Tempo ist dann zu wenig für die Außenbahn. Einen schnellen ZM außer Premier League, das wäre noch irgendwie, da müsste man noch irgendwas machen, ne? Scheiße, Mann, ey. Loving you is like a fairy tale. This time I'll be on my own, my friend. I just wanna hear you screaming again. Again, sorry. Es ist schwierig. Ich weiß, dass es schwierig ist mit diesem Team bauen. Ich kann auch nicht immer sagen, der und der gefällt mir und der nicht. Aber es muss irgendwie, ich muss diese Karte da reinmachen und sagen, ja, das ist es. Sonst hat das Team nicht ganz so eine Zukunft bei mir. Einen Trend als SBC hätte ich machen sollen. Flashback-SBC. Hat Trent jetzt noch eine ZM-Karte? Irgendwo? Anders? It's when you put me in the spotlight. When the moon your skin, I can see you and her, now you and me. Ja, Robots. Oh, nee, komm. You wake up with the point you love, now you and me. Laporte kostet nur 20.000, der Tots. Ist aber günstig, du. Ah, jetzt kommt er noch. Ja. Nicht einfach, ne? Aber wir können es so machen. Mach meine Spiele jetzt aber erstmal fertig und dann verkaufe ich Benzema und teste meine Ribéry. Vielleicht haben wir ja dann irgendwann nochmal eine andere Lösung. Ich könnte natürlich auch, guck mal hier, das Ganze einmal rüberlegen auf die andere Seite. Dann haben wir drei Spieler, die off-cam sind. Das ist natürlich auch nicht so schön, aber also es wäre eine Möglichkeit dann, ne? Guck mal hier. Das rüber. Ronaldo ins ZM rein. Und so wird es dann auch funktionieren. Ja. Dann haben wir Cancelo, Bale und Ribéry auf der App. Aber, das ist so an sich erstmal ganz cool aufgestellt. So könnte man es machen. Könnte. Aber warum hat Ribéry da jetzt diese Krone auch auf? Das ist die Frage. It's when you put me in the spotlight. Griezmann ist cool. Den Griezmann hab den halt gerne damals spielen sehen. Hazard auch, aber ist irgendwie noch was anderes. Hazard ist so eine Karte, die jeder haben könnte, weil die wenig kostet. Griezmann ist eine Karte, die nicht jeder hat, weil es eine SBC erstmal war. Und der ist ja auch gut. Gut. Wie viel Offcam haben wir denn in der anderen Mannschaft da, nicht? Guck mal, wie viele Mannschaften ich hier habe. Alles verschiedene Spieler. Und in Bereich 10 von den 20 Teams ist Benzema drin. Kann ich alle wegschmeißen, die ganzen Teams. Aber Benzema kostet 100k, die habe ich wahrscheinlich dann irgendwann auch wieder drin, ne?
Wir haben Off-Cam. Ein. Gut. Auch in Ordnung. Flex on a hoe. Rivals. Next game. Am besten jetzt nicht gegen Zweier. Gegen einen würde mir erstmal reichen. Was ist eigentlich mit Neymar? Ich will jetzt gar nicht da reinhauen, ne? Was ist eigentlich mit Neymar? Oh, bin ich doof. Sind die wieder zu zweit hier? Wir warten ab. Nein. Nächstes Spiel in der Liga. Das müssten wir eigentlich nochmal gewinnen gegen eine gut aufgestellte gegnerische Mannschaft, beziehungsweise... Was heißt gut? Ich denke mal, das ist so das, was jeder aktuell so zieht, ne? Not Dancer. Spiel Nummer 3 oder so am heutigen Abend, ja, ne? Oh, Messi! Was war das denn jetzt? Ein ganz grober Versuch, beziehungsweise einen guten Versuch. Mbappé, Casemiro, Pedri, aha, nächste Chance. Kylian Mbappé. Ecke. Casemiro klärt. Zweiter Versuch. Mavinga. Aubameyang. Pedri wieder, sag mal. 1-0. Matthias Kühne, das war abseits, ne? Was ein Start. Na, der macht Druck. Griezmann vorbei am ersten. Platz für Cancelo. Wo ist CR7? Da ist er. Ne, das ist Griezmann. Flachspiel. Dann wäre der angekommen. Obermeer. Gehen wir ran. Hinten ist Chiellini. Gut geklärt. Sichere Sache. Jo. Und ganz, ganz weit drüben ist Benzema. So viel Platz, Karim Benzema! Und er trifft den Ball nicht richtig. Was ist denn da los bei Benzema? Was machen die denn? Ronaldo, Benzema hat Platz. Das ist die nächste gute Gelegenheit, Karim Benzema. Benzema! Ich wollte dann natürlich ans Time Finish da ansetzen, aber das hat nicht so ganz funktionieren wollen. Weil mein Timing halt nicht gut war. Benzema! Na komm, ey. Was der hat. Also Benzema hat schon wieder Chancen hier, ne? Die er echt liegen lässt. Ich glaube, er weiß Bescheid. Dass er ersetzt wird. Ich glaube, der hat keine Lust mehr. Casemiro wieder auf Benzema gegen Jules Koundé. Drüben ist Ronaldo. Spielt den richtig gut rüber. Ronaldo! 1-0, keine Abseitsposition. 20 Minuten rum. CR7 trifft. Und deswegen soll er drin bleiben. Weil Ronaldo einfach da steht und das Ding reinmacht. Fertig. Und das immer wieder. Deswegen soll er da stehen. Messi. Der kann aber ganz gefährlich nach hinten reinsenken. Hat er auch. Ronaldo, Benzema, nächste Chance. Karim Benzema. Benzema! Geh noch einen Schritt und hau das Ding in die Maschen. Oh Mann, ey. Bell. Mit dem rechten Ronaldo blockt das Ding. Griezmann, Elfmeter. Torspiel. Wer tritt an? Das darf Karim Benzema machen.
Benzema! 2-0, 25. Minute. Der Elfmeter sitzt. Solide 2-0-Führung. Wir haben ja da immer wieder Lücken auch gefunden, offensiv, ne, bei ihm. Die schnelle Spielzüge. Genau so soll das dann sein. Pedri mit links. Guter Abschluss. Nee. Messi. Und Ball immer wieder reingehen muss, ey. Stark. Jungs, was denn jetzt? Hey, konzentrieren. Nächster Fehler, Varane, hallo! Messi wieder aus der Distanz und er ist wieder nur knapp drüber. Benzema hat doch da Platz. War der im Abseits? Koundé, nimmt sich den. Bale, Ronaldo vorne. Nee, das ist Griezmann. Komm nicht vorbei. Antoine Griezmann, der zieht mit Tempo erstmal vorbei. Drüben ist Cancelo. Magerer Kopfball, der geht daneben. Okay, es war noch einer dran. Es gibt eine Ecke. Und innen ist Varane. Varane! Zum platziert. Oh, Aubameyang vorbei. Griezmann gut. Ganz hinten ist Gareth Bale. Wie kommt denn da immer noch einer aus dem Rückraum rein? Das ist echt unfassbar. Guter Doppelpass. Richtig guter Doppelpass. Oh, schließ einfach ab, anstatt ihn rüber zu spielen. Oh Mann, ey. Wir könnten mehr Tore erzielt haben, als wir gemacht haben. Der Satz ist, glaube ich, nicht ganz richtig formuliert. Egal, zwei Tore sind zu wenig. Das will ich sagen. Halbzeitpause, 2-1 Führung. Airplanes. Wo sind die denn? Wo sind die ganzen Flugzeuge? Can we pretend that airplanes in the sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Alter 2. Ich muss das jetzt mitsingen, sonst wird es gestrikt. Das Lied ist aus Erfahrung. Das haben wir ja schon ein, zwei Mal gehört. Ist nicht gewünscht, dass man das hört. Copyright geschützt. Und wenn ich mitsinge, dann ist es ja von mir. Griezmann? Schade. Stark, Maldini. Super gut. Ja, Casemiro, der hat ein bisschen Platz. Er macht Tempo. Und der Ball kommt auch nicht an.
Gar nicht so eine gute Aktion. Philipp Lahm ist schon wieder da. Und jetzt nochmal schnell nach vorne. Benzema wieder mit Platz. Wieder so eine 2 gegen 1 Situation. Ronaldo und Griezmann. Ball ist drin. Tor zählt 3-1. Wichtig. Jawohl. Wo waren wir? Philipp Lahm. Lange Hafer. Benzema. Ah, Ronaldo, Griezmann, das ist es 4-1. Das ist natürlich ein krasser Torwartfehler. Aber es muss er ausnutzen. Ja, ja. Sehr gut. Er spielt weiter. Warum denn? 60. Minute. 4-1 Führung. Es kommt Gareth Bale in die Partie. Das ist tatsächlich ein Spieler, der aber auch gut und gerne mal in der Startaufstellung stehen könnte. Je nachdem, welcher Gareth Bale das ist. Aber trotzdem ist ein Bale jetzt keine schlechte Option, ne? Oh, und da ist er schon. Bale. Jo, eingewechselt 2 Minuten später. Es steht 4-2. Und jetzt tranquilo. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir machen hier der 95er Bale ist es. In Ordnung. Der hat halt also deutlich zu viel Platz gehabt da. Wir werden defensiver uns formieren. Wir werden nicht ganz so viel Druck machen. Wir probieren einfach richtig zu stehen, wie hier mit Rafael Varane. Und unsere Chancen weiterhin auszuspielen, wie hier mit Karim Benzema. Nächste Chance, Benzema 5-2. Gucken wir das gleich mal an. Schieber. Dankeschön schon mal für deine Bemühungen. Benzema, der truppt hier gerade aber richtig auf. Guck mal, wie der sich durchsetzt, Karim Benzema. Was macht denn der da? Und was macht Cancelo da? Da steht doch gar keiner. Ey. Komm. Wieder Bale. Guck mal, der wird eingewechselt, dieser Gareth, und der macht. Druck. Ronaldo schon wieder. Also diese Verteidigungsart und Weise, ne? Die ist aber auch so. Ronaldo, nächste dicke Chance. Die rennen ja echt einfach dran vorbei, ne? Hilfe. Can we pretend that airplanes in the sky are like shooting stars? Spiel plätschert so ein bisschen dahin. Nochmal Mbappé mit einer Chance. I can lose a wish right now, wish right now, wish right now. Fünferkette. Hallo, wie wär's mit Fünferkette? Der braucht Ribéry nur 2 links. Fällt mir gerade ganz spontan ein. Fünferkette. Ribéry braucht nur 2 links. Ich will den auch auf 7 spielen. Alles gut. Ja, Jungs, wie sieht's denn jetzt hier aus?
Ja, jetzt in 80 Squidditter. Herzlichen Glückwunsch. Wir gewinnen die Partie mit 5-2. Ba da 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 da. Stopp, wir gehen in eine ganz andere Richtung. Finch mit Scootermann. Passt gut. Das passt gut. So, jetzt bräuchten wir gleich nur noch einen Sieg. Den machen wir jetzt leider noch frisch. Der hat mehr Schüsse sogar als ich. Hey. Aber nicht mehr erwartete Tore. Eigentlich wäre an der Stelle der Scootermann. So, die Mannschaft, ja, ist gut aufgestellt. Kann man für Sao Maxim? Nein, kann man leider nicht. Für Sao Maxim Ronaldo. Leider nein. Lass mich nochmal eben. Tee würde aufpassen. Stimmt. Könnte auch einfach mal, ja, ich könnte auch nochmal Kante ziehen. Also an mir liegt es jetzt prinzipiell erstmal nicht. Ich habe heute genug Sets eigentlich jetzt erstmal, aus meiner Sicht habe ich genug Sets gemacht, aber wollte nicht sein, ne? Was soll das? Eigentlich wäre an der Stelle der Scooter dran. Scootermann? Den Manager von Scooter an. Von Scooter ran. Hyper Hyper mit dem Scootermann, jo. Einmal im Leben, Hyper Hyper mit dem Scootermann. Nee, es kann auch noch Telefon. Ja, das passiert jetzt hier nicht. Fuck, ey. Hatten wir gerade schon, ne? Und das hätte ich auch noch. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wir haben da genauso viele Leute oft kennen, ne? Finden wir gerade auf. Wie geil. Ah! Oh Gott. Das ist genau meine Musik. Hallo. Hi Finch, hier ist HP von Scooter. Ich habe gehört, du hast versucht, uns zu erreichen, aber... Ah, nee, war ein Spaß. Ja, hier ist die Mailbox von Finch. Ich spreche einfach nach dem Piepton. Hey, wer hat denn im Kassenautomat. Oh, oh, oh. Ich distanziere mich von jeglichen Texten. Ja, ist genau gleich aufgestellt, oder nicht? Mann, im Internet gibt es hunderttausende Flittchen und wer seine Freundin fickt, ist nur zu faul zum Wichsen. Pornos, was weißt du schon davon? Geh auf My Dirty Hobby oder youporn.com. Brothers, X-Hamster, Pornhub. Hol die Seife raus, du weißt, was ich vorhab. Mach mein Rohr hart auf irgendwelche Hobby-Sluts. Sie spielen Romy nackt mit Kollegen. Ja, Sau Maxim. Kann ich glauben, was die sich da in die Fuge steckt? Sarah Wagenknecht kriegt ihren Arsch geleckt, bevor ich meinen fetten Schwanz an ihre Darmwand quäl. Ich habe Parkplatz-Sex mit dieser Sedler-Check, auch bekannt als der 2 Meter Leberfleck. Auf meinem Federbett hätte ich Beizeiten gern, mit Eiche pervers, Leiche Verkehr, denn nur einer steigert wirklich jede Libido. Finch asozial, der ostdeutsche Gigolo. Ey, ich mach, was ich will und ich sag, was ich denk, weil mein Schwanz zwischen Deutschraps Arschbacken klemmt. Würde ich's anpacken, denn hätte ich paar Platten rausgebracht, doch ich lieg besoffen vor dem Sparkassenautomat. Kassenautomat, Kassenautomat, lieg besoffen vor dem Sparkassenautomat. Kassenautomat, Kassenautomat, lieg
besoffen vor dem sparkassen Auto. Ich bin Talkshow-Stammgast. Es kommt ja immer dasselbe bei rum. Weißt du? Und immer mehr dasselbe bei raus. Ey, mir wird schlecht dabei. Nach diesem Track hab ich Post von ihrem Rechtsanwalt. Er wirft mir Sachen vor, die ich nie gesagt hab. Fick das Diaphragma von ihrem Mann. Ne Kieferkasper von dem ganzen Scheiß. Start ein Schwanzvergleich mit der Ratte Reis. Diese Schlampe gleicht Kassenschwengelmann. Egal ob Brum oder Fame, sie packt Schwänze an. Wenn ich Franzi verheißig, dann ist tief in Hals. Fick, liegt's an ihrer Fotze, die ist ranzig. Jetzt haben wir nur zwei Off-Cam. Aha! Es gibt einen Teller Sauerkraut mit Feinsten. Wir kommen der Sache näher. Anina Ukatis, sie spielt voll im Plan. Ja, so geht das doch nicht. Klar, Kellini und Linie. So machen wir es. Wir haben es, glaube ich. Zwei ist ja noch okay. Oder habe ich mir jetzt hier vertan? Kassenautomat. Ob ich jetzt doof hier? Nee, passt. Zwei. Bock auf deinen Schwanz in meinem Arsch oder auf meiner Fotze, keine Ahnung. Ey, ich mach, was ich will und ich sag, was ich denk, weil mein Schwanz zwischen Deutschraps Arschbacken. Passt, ne? Würde ich's anpacken, denn hätte ich paar Platten rausgebracht. Doch ich mach mal so. Voll im Sparkassenautomat. Kassenautomat. Lieg besoffen voll im Sparkassenautomat. Glaube, das müsste Kassenautomat. So, Dreierkette. Sechser. Ja, Mann. Komm her, du kleine Links, Posse. Rechts. Wenn du mich suchst, Griezmann, Ronaldo. Ja. Wunderbar, machen wir so. Vor dem Automat. An alle Noten. Wow. Wow, 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 wow. Danke dafür. Gut, wir machen jetzt unser letztes Game noch und gewinnen das hoffentlich auch. Das war jetzt mit der Mannschaft, das ist in Ordnung so. Das sind dann zwei Leute, die auf. Ja, Chiellini, das merkst du, glaube ich, auch nicht ganz. Und Cancelo, alles gut. Wenigstens die Offensivspieler sind dann auf Fullcam mit Ribéry und Bale und so weiter. Das ist schon mal sehr gut. So wollen wir es haben. Cancelo eh die ganze Zeit Offcam, ne? Und Chiellini, das wäre dann einer noch dazu. Den merkt man aber nicht. Alles gut. Wir gewinnen jetzt unser letztes Spiel zum Aufstieg. Dann könnten wir morgen eventuell, wenn das jetzt nicht in die Hose gehen sollte, tatsächlich Rewards mitnehmen aus der Elite Division. Das ist das letzte Spiel. Ich mach danach keins mehr. Wir haben es 0.33 Uhr. 0.33 Uhr. Ja, im Aufstiegsspiel findet man wieder keinen Gegner. Und wenn ich einen finde, dann ist es wieder der größte Schwitzer. Genau so wird's laufen. Jo. Ich weiß Bescheid. Das Matchmaking ist immer so ausgelegt, glaube ich. Das ist immer. Man spielt jetzt auch immer gegen einen, der ebenfalls, glaube ich, in dem Aufstiegsspiel ist. Ist ja nicht random. Man spielt nicht random gegen einen Gegner in der Liga, der gerade sein erstes Game macht. Nein. Der hat auch schon eine gute Winstreak wahrscheinlich jetzt hinter sich. Und möchte auch in die Elite-Division. Deswegen dauert es so lange, die Suche. Simpel. Wir müssen ihn trotzdem mitnehmen. Der geht dann. Das Aufstiegsspiel für Liga 1 haben wir übrigens, glaube ich, dreimal, viermal sogar, da versemmelt. Die Mannschaft ist gut aufgestellt. Der wird gut spielen. Wir brauchen eine ganz große Portion Glück brauchen wir. An important game. Gareth Bale Cancelo legt sich vorher schon hin. Ja, sehr gut. Oh, was macht denn Casemiro da? Der geht durch. Probiert es mit dem linken Fuß. Abgeblockt leider noch. Dembélé ist auch nicht schneller als Bale. Alles gut. Passen kann aber. Und die 1-0. Da stehen eigentlich fast genug Leute, hätte ich jetzt so gesagt.
werde. Voll weg. Das ist schon riskant, wie der das hier hinten rausspielt. Aber es klappt. Griezmann auch beim Gegner im Team enthalten. Rafinha. Marcella. Benzema. Ecke. Ausgeführt von Philipp Lahm. Benzema, Keeper Courtois ist draußen. Benzema. Das sieht erst immer gar nicht so schlecht aus, wie sie sich da positionieren, aber im Endeffekt wird es dann doch immer wieder nichts. Ein Verteidiger ist da, die Bewegung ist dann vom Stürmer von Benzema nicht gut genug. Modi, ja, guck mal hier, gegen Casemiro, da hat auch seine Probleme, Ronaldo, schlechter Ball. Ah, dreht wieder weg. Oh, 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 oh. Gareth Bale. Griezmann! Courtois. Ja, warum nicht? Probier es euch mal. Och, Malini. Abseits, Griezmann 2-0. So ein langer Ball. Ronaldo läuft sich frei. Und damit Ronaldo. Nein, 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 nein. Ah, der muss reingehen. Der muss reingehen. Ganz einfach. Da gibt es keine zwei Meinungen. Benzema. Keine zwei Meinungen. Das ist eine Top-Chance von CR7. Und dann muss er die auch machen. Gut gemacht, Griezmann. Und jetzt ist er drin. 2-1. Na komm. Griezmann. Griezmann. Immer wieder Griezmann. Richtig guten linken Fuß hat er. Boah, ey. Was macht denn der da? Nimmt den erstmal an.
Ja, Rückstand, 2-1 zur Halbzeitpause. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier so gnadenlos unterlegen sind. Relativ ausgeglichen, die Statistiken. Wir könnten schon auch gerne einen Unentschieden erzielen. Da bleiben wir zumindest gleich. Also es ist jetzt egal, ob wir mal zwei im Multiplikator hat oder nicht. Unentschieden wäre immer noch ein Win zum Aufstieg. Das würde ich heute davon abgesehen nicht mehr machen. Aber kann dann eventuell auch ein Ziel sein. Halbzeit 2. Marcelo. Das darf nicht wahr sein, ey. So eine billige Drehung, so ein billiger Schuss. Das wird bei mir echt oft immer geblockt, solche Sachen. Und es geht hier rein. Es geht hier rein. Das ärgert mich enorm. Ach Mann, ey. Bambus, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend bzw. eine ruhige Nacht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Riesenmann, ja, nächste Chance. Spielt den Rüber. Varane ist da. Aufstiegsspiel versammeln. Jo. Komm mal. Ganz oft machen. Ganz oft machen. Nur nicht oft. Casemiro drüben ist Griezmann. Das darf echt nicht wahr sein, dass der nochmal gehalten wird, ne? Es ist abseits da gewesen. Griezmann. Oh Mann. Eigentor wäre es gewesen, aber es zählt nicht. Abseits zuvor von Antoine. DJ Antoine. Ja, was können wir noch machen? Wen können wir noch einwechseln? Wer bringt uns hier nochmal voran? Das sind die Fragen. Benzema. Kommt nicht dran. Joao. An den Pfosten gelenkt. Wieder rüber, schließ ab, mach irgendwas.
Ich denke mal, damit können wir uns von allen möglichen Dingen, die hier noch passieren können, verabschieden, ne? Ach, fuck off, ey. Tore waren... Ja, waren schon ein paar zu vermeiden. Waren aber auch ein paar Dinge dabei, ein paar krumme Dinger. Dieser eine Schuss muss nicht unbedingt alles sein. Okay, ist gut. Wir nehmen morgen die ganz normalen Liga 1 Rewards mit. Ich werde jetzt kein Spiel mehr machen. Das war jetzt wahrscheinlich das eine Spiel zu viel. Ist aber auch nicht schlimm. Ich werde außerdem die Mannschaft, die ich dann vorhin aufgestellt habe, auch morgen komplettieren. Wir machen ja eh wieder 5x95 plus, 10x95 plus und so weiter. So ein ganz minimal kleiner Hauch. Da besteht ja die Chance, dass man da eventuell eine Ribéry drin zieht oder einen Benzema, ne, was man dann in dem Fall verkaufen könnte. Oder halt eben in den Rewards zur Liga. Schauen wir. Ich schaue mir das morgen an. Für heute mache ich jetzt erstmal den Laden zu. Das Team bauen wir morgen. Und so weiter und so fort. Ich habe ja morgen auch noch genug Zeit, ne? Wir sehen uns wieder um. Ab 21:30. Ab 21:30 setze ich mich morgen Abend wieder hin. Mit Rewards etc. pp. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Tschüss, schönen Abend noch. 1:47. Ne, nicht 1 Uhr, 0:47. Tschüss, bis morgen. Ciao, ciao, wir sehen uns.